Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, es ist natürlich ein guter Brauch und gute Sitte, wenn wir die Heiligen feiern, zumal wenn wir Schwestern der heiligen Clara hier vor Ort haben, dass wir ihre Patronin mit ihnen feiern. Aber die Frage ist doch, ob es mehr ist als eine gute Sitte oder ein frommer Brauch. Kann eine solche Figur wie Clara, ja, auch wie Franziskus, obwohl das eigentlich in der öffentlichen Wahrnehmung auch der Kirche unbestritten ist, können wir mit solchen Figuren wirklich noch überhaupt etwas anfangen? Also wenn man sie denn ernst nimmt, wenn man nicht diese hochglänzenden Abziehbildchen, die auch innerkirchlich verbreitet werden, wenn man die einfach nimmt, sondern wirklich die Gestalt in den Blick nimmt. Wen sehen wir, wenn wir Clara anschauen? Wir sehen eine unberührte Jungfrau. Das passt schon gar nicht in die Zeit. Die erste Reaktion unserer Zeitgenossen, mein Gott, ist die blöd. Wir sehen eine junge Frau in einer sehr zerbrechlichen physischen Natur, in einer sehr zerbrechlichen Hülle. Ja, warum tut sie denn nichts für sich? Warum schaut sie nicht, dass sie sozusagen erblüht? Sie könnte vielleicht in eines der Klöster gehen, die sich sogar nach ihrem Namen benennen oder ein bisschen zumindest auf sie berufen und den Wellnessbereich aufsuchen. Ich bin mir nicht sicher, was sie dazu sagen würde. Doch, das stimmt nicht. Ich bin mir sehr sicher, was sie dazu sagen würde. Wir haben eine schwächliche junge Frau vor uns. Überaus schwach in ihrer Natur, anfällig für alle möglichen Krankheiten. Wir würden sie heute möglicherweise auch in der Kirche übrigens als Juffa. Irgendwann in die Jahre gekommen, hat sie halt dann doch alles verpasst, den Franziskus doch nicht richtig beim Schopf gegriffen und das getan, was eigentlich naheliegend ist, nämlich das Leben sozusagen richtig auszuleben. Wir könnten so auf Clara schauen und uns ein vollkommen falsches Bild von ihr machen. Denn zu ihrer schwachen Natur gehört ein unbeugsamer, überaus feuriger Geist, der nichts von einer alternden Juffa an sich hat. Kleine Kostprobe. Sie schreibt in ihrem Brief, in ihrem ersten an Agnes von Prag. Und das hat gar nichts sozusagen betulich, schamhaft, Jungfrauhaftes an sich. Sie schreibt über die Liebe zu Christus. Sie schreibt ihr, du hast alle anderen Chancen gehabt, aber du hast sie nicht ergriffen. Warum? Und dann fährt sie fort. Wenn du diesen obersten König liebst, Christus, wenn ihr ihn liebt, seid ihr keusch. Wenn ihr ihn berührt, werdet ihr noch reiner. Wenn ihr ihn aufnehmt, bleibt ihr Jungfrau. Seine Macht ist stärker, seine edle Art erhabener, sein Aussehen schöner, seine Liebe holder und alle seine Anmut feiner. Von seinen Umarmungen seid ihr schon umfangen und er hat eure Brust geschmückt. Nein, liebe Schwestern und Brüder, so schreibt keine verklemmte Jungfrau. So schreibt eine Frau, die mitten im Leben steht. Und die weiß, wovon sie spricht, wenn sie das Wort Jungfräulichkeit in den Mund nimmt. Nicht die verpasste Gelegenheit, nicht das versteckt Verdrängte, was man dann solchen Menschen gerne unterstellt. Nein, sie hat das, worum es geht, fest im Blick. Aber sie findet dafür einen anderen Weg. Sie weiß, was es heißt, einen Mann in sich aufzunehmen. Sie schreibt es hier wörtlich. Du nimmst ihn auf, aber du bleibst Jungfrau. Hier, liebe Schwestern und Brüder, geht es um mehr, also um all die Oberflächlichkeit, die uns auch in der Kirche umgibt. All das, was wir heute an Versuchen haben, auch in den Klöstern,
den Anschluss an unsere säkularisierte Zeit nicht zu verpassen. All die Wellnessbereiche, die wir aufmachen, all die schönen Seifen, die wir produzieren und all das, was wir dann tun, damit wir unserem Körper ein Wohlbefinden verschaffen, all das, liebe Schwestern und Brüder, ist ein Misstrauensantrag an das Evangelium. Es ist sozusagen die Umkehrseite dessen, was Paulus hier schreibt. Wir haben das eben im Philipperbrief gehört. Ich sehe alles als Verlust an. Alles. Alles ist Verlust. Das wollen wir natürlich heute nicht. Dann kommen unsere Chefideologen und sagen uns, ja, aber du kannst doch die Schöpfung, die ist doch von Gott. Du kannst die doch nicht schlecht machen. Das geht doch nicht. Was sie unterschlagen, unsere Chefideologen, ist, dass es eine gefallene Schöpfung ist, eine sündhafte Schöpfung, eine, die sich jeden Tag neu von Gott abwendet. Was Clara uns deutlich macht, das ist gelebte christliche Askese, die Verzicht übt um eines höheren Gutes willen. Aber wenn man natürlich das höhere Gut, das erstrebenswerte Ziel, wozu frühere Generationen einmal Himmel sagten und diesen Himmel mit Namen benennen konnten, nämlich Gott selber, Jesus Christus, in dem Gott uns ein leuchtendes Angesicht zeigt. Wenn man dieses Ziel gestrichen hat oder nicht mehr kennt, ist Verzicht sinnlos. Dann muss man natürlich aus diesem Leben alles herauspumpen, wie wir das in unserer Konsumgesellschaft erleben. Alles muss noch mitgenommen werden. Alles muss erlebt sein und jeder und jede muss ihre und seine Erfahrungen gemacht haben. Das ist das Evangelium von heute. Und wir verrecken in diesem Evangelium von heute. Ein Philosoph sagt, eines Tages schaffen wir es, unsterblich zu werden, allerdings um den Preis des Lebens. Recht hat er. Dann hätten wir ja was gewonnen, nämlich gar nichts. Dann sind wir unsterblich tot. Toll. Clara geht einen gänzlich anderen Weg. Sie geht wirklich den unbeugsamen Verzicht der Armut, der Entäußerung. Vielleicht mag man denken, na ja, aber so ganz recht hat er da vorne auch nicht, wenn er predigt. Sagen wir doch als Katholiken, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Ja, hat Clara auch gemacht. Die Feste, liebe Schwestern und Brüder, nicht die wir uns selber ausdenken, sondern die wir feiern, sind das Hereinbrechen Gottes in unsere Zeit. Das ist eine Vorwegnahme dieses ewigen Lebens, eine Vorwegnahme des Himmels. Deshalb dürfen wir sie feiern. Aber es ist nicht immer ein Fest. Clara hat das gewusst. Bis auf ihrem Totenbett hat sie darum gekämpft, dass ihre Schwestern wirklich verbrieft Armut leben dürfen. Armut leben, so sagen wir heute, müssen. Ich habe alles aufgegeben, sagt Paulus. Ich halte es für Unrat, also für Mist, um Christus zu gewinnen und in ihm zu sein. Wer von uns, liebe Schwestern und Brüder, kann einen solchen Satz heute sagen und unterschreiben? Aber das müsste unser Zielsatz sein, ob im Kloster oder nicht. Ob Mönch, Nonne oder schlichtweg getauft. Mehr kann man eh nicht werden, als getauft zu sein. Das heißt nämlich, in Christus zu sein. Alles andere in Relation zu sehen. Das Merkwürdige ist, wenn wir vom Zeitalter des Relativismus sprechen, dass wir unseren Glauben und die Inhalte des Glaubens relativieren. Aber der Glaube, der Inhalt des Glaubens, unser Ziel, ist nicht relativ, ist absolut. Alles andere, von dort her gesehen, so wie Clara es gelebt hat, wird relativ. Ich betrachte es als Unrat. Ich habe alles aufgegeben. Alles andere ist unwichtig. Es mag sein, dass es nicht viele Menschen gibt, liebe Schwestern und Brüder, die die Kraft haben, das in dieser Radikalität zu leben. Aber es einfach zu leugnen, es beiseite zu wischen, tut, so wie man Land auf, Land ab beobachten kann, weder der Kirche noch dem Evangelium noch dem Christentum insgesamt gut. Nicht, dass ich es schon erreicht hätte, sagt Paulus, oder dass ich schon vollendet wäre. Aber ich strebe danach, es zu ergreifen, wie auch ich von Christus ergriffen worden bin.
Wenn wir dem Raum ließen, liebe Schwestern und Brüder, bei all unserer und auch ich bei meiner großen Unvollkommenheit, dass wir dem einen Raum der Erfahrung geben, dass Christus uns schon ergriffen hat und uns zu sich zieht, dann würden wir auf jeden Fall die rechten Schritte setzen. Alles andere als relativ, als unwichtig, ja, wie Paulus sagt, als Unrat zu betrachten, um nur in ihm zu sein.